Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Als Kind ist Ann-Kathrin Köppel nierenkrank und muss ständig zur Blutwäsche, zur sogenannten Dialyse. Doch dann geschieht etwas Seltsames. Ganz plötzlich wird sie wieder völlig gesund. Ihre Mutter glaubt, Gott hat sie geheilt. Jahre später ist Ann-Kathrin im Zwiespalt. Eigentlich glaubt sie an Gott, trotzdem hat sie ein dickes Problem mit ihm. Hallo Ann-Kathrin Köppel. Hallo. Samt Baby im Bauch. Das ist schön, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank. Können Sie mir das noch mal kurz erklären? Wie kam das zu dieser Heilung von den Nieren, was ja sehr außerordentlich war? Ich war als Baby sehr nierenkrank, wie Sie schon gesagt hatten. Und die Nieren hatten eine Unterfunktion zunächst. Das heißt, sie haben nicht mehr gearbeitet und die ganzen Giftstoffe, die eigentlich im Körper sind, nicht mehr raustransportiert. Mhm. Und dadurch war das Problem, dass es halt den Körper vergiftet hat. Und dann haben die Ärzte überlegt, was man machen kann, weil eigentlich ist die Diagnose so gewesen, dass man, wenn man Nierenprobleme hat, entweder zur Dialyse geht oder im schlimmsten Fall eine neue Niere braucht, weil man eben Nierenprobleme eigentlich nicht wirklich in dem Zustand, wie sie waren, wieder heilen kann. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt hat meine Mutter Gott kennengelernt und damals ging sie in einen Hauskreis, eine kleine Gruppe, die gebetet haben und haben gesagt, wir glauben, dass Gott heilt, mhm, und wir beten einfach für dein Baby. Und sie haben gebetet und dadurch sind meine Blutwerte besser geworden und nach Stückchen für Stückchen haben die Nieren wieder angefangen zu funktionieren und bis zur vollkommenen Heilung und ich musste nicht mehr zur Dialyse, beziehungsweise ich war auch da zu dem Zeitpunkt nur ein paar Mal dort, mhm, und meine Nieren wurden wieder ganz gesund und ich habe immer noch meine Nieren jetzt. Mhm. Das heißt, die Ärzte hatten sogar zu einer Transplantation geraten in Ihrem Fall, oder wie? Genau, sie hatten gesagt, wenn, also die eine Niere war kurz vorm Versagen und haben sie gesagt, wenn sie versagt, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, außer die Niere zu transplantieren. Mhm. Und was haben die dann gesagt, als Sie dann als Kind wieder völlig gesund waren? Also, eigentlich haben sie gesagt, es ist medizinisch nicht nachvollziehbar, mhm, weil es einfach eigentlich in dem Zustand, wie sie waren, nicht mehr hätte rehabilitiert werden können. Aber sie wurden geheilt und es war einfach für sie dann ein Phänomen, das sie sich nicht erklären konnten. Ja. Man könnte sagen, eben ein handfestes Wunder, was an ihnen passiert ist, schon als kleines Kind. Sie sind dann damit groß geworden, mit Glaube an Gott, weil sie sagten, ihre Mutter war gläubig. Und trotzdem war es dann schwierig für sie. Sie konnten sich gar nicht so mit dem Christsein anfreunden. Warum? Was war das Problem? Mein Problem war, dass als ich ein kleines Baby war und ich auch sehr krank war damals noch, ist mein Vater weggegangen mit einer anderen Frau ins Ausland, den ich dann auch nie wieder gesehen habe wirklich. Und es war sehr, sehr schwierig für mich, weil ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich saß in der ersten Klasse und alle mussten so ein Bild malen, Mama, Papa, Geschwister. Und ich habe dann nur meine Mutter gemalt und konnte mein Vater nicht und wir sollten es vorstellen und alle haben dann erzählt von dem Papa, was der Papa ist, von Beruf, wie alt er ist und ich konnte es nicht machen und das war irgendwie, obwohl meine Mutter sehr viel aufgefangen hat und mich gut erzogen hat und ich ein gutes Zuhause geschaffen hat und auch mein Opa und Oma immer da waren, mein Opa war auch teilweise ein Papa-Ersatz für mich, aber irgendwie hat für mich mein Vater einfach gefehlt. Also jemand, der diese väterliche Seite für mich persönlich abdeckt. Also jemand, der da ist, der mir andere Dinge zeigt wie meine Mutter, der mich in den Arm nimmt, der mir Geborgenheit gibt, obwohl ich das von meinem Opa und meiner Mutter teilweise bekommen habe. Aber es ist irgendwie was anderes, wie wenn man einen Vater hat, der einem das gibt als Kind. Und was hatte das jetzt aber mit Ihrem Glauben zu tun und dem Christsein? Also ich habe ganz oft gehört und das liest man auch, dass Gott oder Gott ist wie ein Vater im Himmel. Mhm. Und ich habe dann immer das bezogen. Ich habe gesagt, wenn mein Vater, mein leiblicher Vater mich im Stich lässt und ich alleine bin und er nie da ist, immer wenn ich ihn brauche und ich eigentlich
ja, ich auch ihn wirklich vermisse und ich mich auch danach sehne und er ist nicht da, wie kann dann Vater im Himmel da sein für einen persönlich? Und ich habe irgendwie meine Vaterbeziehung oder die ich ja eigentlich nicht hatte, so auf Gott produziert, dass ich immer Schwierigkeiten hatte, weil ich immer gedacht habe, das ist der Vater im Himmel und der ist genauso wie mein natürlicher Vater. Wenn es so ein Vater ist, will ich den eigentlich nicht wirklich haben oder ich habe mich auf jeden Fall nicht ganz öffnen können, weil ich immer gedacht habe, oh, das ist nicht gut. Okay. Und jetzt haben Sie dann da immer das gehört, da bei diesen Christen, Gott wäre wie ein Vater. Und haben Sie das, haben Sie mal darüber gesprochen, dass Sie damit ein Problem haben? Ja, also ehrlich gesagt war es nicht so mir bewusst von Anfang an, dass ich ein Problem damit habe, also ein Problem mit Gott habe, weil ich keinen Vater hatte, sondern ich habe irgendwie das auf Gott projiziert, ohne zu wissen, dass es wirklich mein Problem ist mit meinem Vater. Aber weil ich habe Gott schon irgendwie gelebt. Ich wusste auch, irgendwie gibt es was wie Gott ist oder ich habe es erfahren. Aber irgendwie war es nicht so, dass ich mich ganz angenommen oder geborgen gefühlt habe. Mhm. Ja. Also diesen Mangel da an Annahme und Liebe, so wie Sie das beschrieben haben, wie sind Sie damit umgegangen oder wie haben Sie sich das dann geholt, was Sie brauchen? Ich muss so sagen, ich bin ja gut aufgewachsen, gut erzogen, weil meine Mutter hat mich echt behütet und meine Oma und Opa. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, oh, ich wünsche mir so diese Liebe, diese Vaterliebe, beziehungsweise auch so angenommen zu werden und einfach, ja, dann bin ich halt oft, wie es so ist, man distanziert sich doch von Gott und denkt, okay, wenn ich das nicht in der Kirche finde oder in der Gemeinde finde, dann finde ich das vielleicht irgendwo anders. Und dann habe ich halt geguckt, okay, wo kriege ich irgendwie, wo wird es vielleicht betäubt? Und dann bin ich oft feiern gegangen, wie das so ist in Teenie-Jugendalter, dass man dann feiern geht, dass man Leute kennenlernt, dass man auch mal einen mehr trinkt, als man vielleicht sollte. Und dann habe ich gemerkt, oh, wenn ich das mache, dann wird dieses Gefühl oder dieser Mangel, dieser Hunger, der in mir ist, das wird kurzzeitig, das habe ich nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wow, super, endlich ist es mal weg. Okay. Und dadurch habe ich es natürlich wiederholt und öfter gemacht. Also ich habe die Dinge, ich bin öfter feiern gegangen, ich habe dann auch logischerweise, wenn man feier geht und zu etwas trinkt, lernt man Leute kennen, lernt man Männer kennen. Und habe dann auch probiert, einfach mir Partner zu suchen oder beziehungsweise Beziehungen zu suchen, die dieses Leck ausfüllen. Okay, wie sahen dann diese Beziehungen aus? Es war Beziehungen, ich habe Beziehungen gesagt, aber eigentlich waren es nicht wirklich Beziehungen, weil ich nicht beziehungsfähig war zu Männern, sondern ich eher immer weggerannt bin und Angst bekommen habe oder ich gemerkt habe, okay, er erfüllt jetzt kurzzeitig diesen Schmerz oder diese Sehnsucht nach Liebe, aber ganz schnell war es auch wieder weg. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn es weg ist, brauche ich diese Person eigentlich nicht. Also ich habe sie eigentlich wie ausgenutzt, weil ich nur die Beziehung oder diese kurzzeitige Freundschaft eingegangen bin, um dieses Gefühl oder diesen Mangel nicht mehr zu haben. Wie lange hielt das dann an, so eine Beziehung? Unterschiedlich. Ja, also von ein paar Wochen, länger als ein paar Monate ging das nicht. Das hörte sich so an, als hätten Sie da so ein bisschen einen Verschleiß gehabt. Ja, sobald es irgendwie nicht mehr das war oder es schwierig wurde, kam der Nächste. Kann man sich das vorstellen so? Oder? Ja, ja, okay. Es war schon so. Ja, ja. Weil, also ich habe mir immer irgendwas gesucht, um diesen Mangel irgendwie zu überdecken. Und dadurch wurde mir erst überhaupt auch langsam bewusst, dass ich diesen Mangel habe. Okay. Weil ich dann gedacht habe, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also warum kann ich nicht länger mit jemandem zusammenbleiben? Oder warum funktionieren Dinge nicht so wie bei anderen? Mhm. Und dadurch bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe gedacht, ja, was ist denn bei mir anders gewesen als vielleicht bei der einen oder anderen? Und dann bin ich darauf gekommen, oh, ja, das könnte mit meinem Vater zu tun haben, weil ich vielleicht einfach probiere, diesen Mangel, den ich durch die Vaterlosigkeit hatte, zu füllen. Mhm.
Das ist ja schon auch eine ziemlich tiefe Erkenntnis für so eine junge Frau, wie Sie waren. Aber zunächst standen Sie in diesem Dilemma, keine Beziehung hielt länger als eine kurze Zeit sozusagen. Wie hat sich diese vielen zerbrochenen Beziehungen dann auf Sie ausgewirkt? Also logischerweise wird man irgendwie wie verbraucht. Also ich wurde kraftloser, ich wurde erschöpfter. Ich war auch irgendwann müde gewesen, überhaupt feiern zu gehen, weil es alles anstrengend für mich war. Mein Körper wurde irgendwie schlapper und ich habe dann irgendwie so gedacht, oh, irgendwie, ich kann einfach nicht mehr. Also alles, was ich bisher gemacht habe oder ausprobiert habe, hat nicht dazu geführt, dass ich voller bin innerlich, sondern ich wurde irgendwie immer leerer und immer mehr. Ich war immer mehr auf der Suche, als ich das eigentlich gedacht habe. Und irgendwie wurde dieses kleine Loch, was ich am Anfang hatte, irgendwie immer größer. Und diese Sehnsucht danach auch einfach, das zu erleben. Und was haben Sie dann unternommen, als es Ihnen dann so schlecht ging? Es war ganz lustig. Ich wurde damals, mein Klavierlehrer damals, ich habe immer Klavierunterricht bekommen, der ging in eine Gemeinde und der hat mich in eine Jugendband geholt und nachher, ich sollte das spielen. Und ich habe gesagt, nee, ich will nicht mehr mit dem Glauben und so, ich habe es damit gerade nicht mehr so viel. Und dieser Klavierlehrer hat gesagt, doch, du gehst in die Band, du spielst da mit. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht an Gott glauben muss und ihr mich in Ruhe lasst und ich nur spielen muss, dann kann ich das gerne machen. Und dann habe ich das gemacht und dann hat er mich eingeladen zu einer Veranstaltung, wo wir später auch spielen sollten, dass ich doch da hinkommen sollte. Und da habe ich gesagt, oh, mir war das Thema egal, mir war alles egal. Ich wusste, sie lassen mich in Ruhe. Ich bin dort angenommen, die Band hat gut funktioniert, ich habe die Leute gemocht in der Band. Da habe ich gesagt, okay, weil die Person mir auch wichtig ist. Und bei mir ist es so, wenn eine Person wichtig ist, mache ich manchmal Sachen auch, die ich nicht so gerne mache. Okay. Aber, ja. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, du hast mich eingeladen, du bist eine wichtige Person für mich, also gehe ich da jetzt heute Abend mit hin, weil er mich gefragt hat. Und lustigerweise war an dem Abend das Thema, also das Vaterherz Gottes kennenlernen oder das Gott als Vater erleben. Und wie sah das dann aus, dass sich da an diesem Abend etwas Grundlegendes für Sie änderte? Also es ging um das Thema Vaterliebe und dann habe ich schon gedacht, ich habe mich erstmal sehr distanziert innerlich, weil ich gedacht habe, oh, Vaterliebe, das hast du schon gehört und dass Gott ein liebender Vater ist und er für dich da ist. Und dann haben sie darüber geredet und dann haben sie gesagt, egal, was du jetzt davon hältst oder nicht, wenn du Gott als Vater erleben willst, dann kannst du ihn einfach fragen. Und haben gesagt, man kann einfach kurz beten, jeder auf seinem Platz. Und dann habe ich so gebetet innerlich, weil ich dann gedacht habe, oh doch, das ist eigentlich das, was ich mir wünsche innerlich. Und habe dann gesagt, Gott, ich möchte dich gerne einmal als Vater erleben und einmal kennenlernen. Und ich möchte wissen, wie du bist, weil ich will dich nicht von vornherein ablehnen, ohne dass ich dir eine Chance gegeben habe. Oder weil man hört andere Sachen, aber man hat immer diese Angst und diesen Hintergedanken, dass es vielleicht doch nicht so ist, wie man, weil man halt eine andere Erfahrung gemacht hat vom Leiblichen her. Ja. Und was passierte daraufhin auf dieses Gebet? Erstmal nichts an dem Abend. Ja. Ich bin ganz normal abends nach Hause gefahren, dachte, oh, hast überlebt, Glück gehabt und habe mich dann nachts, also abends ins Bett gelegt und habe ganz normal geschlafen. Aber hatte dann einen Traum und da stand ein Mann, ein männliches Wesen, sehr hell, ganz freundlich, lieblich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also es war wirklich total liebevoll, liebend und hat den Arm ausgestreckt nach mir. Und ich wusste sofort, dass es der Vater im Himmel ist, der mir die Hand reicht und mich kennenlernen will, oder ich ihn kennenlernen will als Vater. Und ich musste ehrlich sagen, ich habe dann erstmal überlegt, was machst du so? Und dann habe ich gesagt, okay, du reichst ihm jetzt einfach die Hand und gibst sie ihm. Und ich habe dann ihm
so im Traum die Hand gegeben und habe sofort angefangen zu weinen, weil ich so gemerkt habe, diese Liebe, diese Freude, ein Frieden, den ich noch nie erlebt habe. Es war so eine Geborgenheit, so eine innerliche, ich kann es gar nicht sagen, es war wie als wäre nie ein Loch da gewesen. Alles war wieder heil. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie wirklich so viel Annahme, Liebe, Frieden da ist, die ich vorher noch nie so erlebt hatte. Mhm. Und ich die auch kein irgendwie Mensch, glaube ich, ausfüllen kann. Aber das war so ein unbeschreiblicher Traum für mich. Und es war auch nicht so, dass es wie ein Traum war, sondern es war für mich real. Okay. Es war real, als hätte ich wirklich meinen Vater im Himmel gesehen und erlebt. Und dann bin ich morgens aufgewacht. Mit diesem Traum. Sie wussten noch alles, so wie Sie es mir jetzt erzählt haben. Genau. Ich habe immer noch diese Liebe und diesen Frieden in mir gespürt. Mhm. Und deshalb war das für mich auch nicht wie ein Traum, sondern wie eine reale Begegnung. Weil das, was zurückgeblieben ist am Morgen, war noch genauso wie das, was im Traum passiert ist. Mhm. Und in dem Moment wurde mir erstmal ganz klar, dass ich eigentlich was Menschliches auf Gott projiziert habe, auf mein Gottesbild, wie ich Gott sehe. Und mir wurde total klar, dass es total falsch ist, weil ich gemerkt habe in diesem Moment und in diesem Traum, dass Gott wirklich ausschließlich gut ist, dass da nichts ist, was irgendwie verletzt oder eine Lücke hinterlässt oder irgendwie Zerstörung bringt, sondern dass Gott oder auch der Vater im Himmel als Gott, also als mein persönlicher Vater, dass der nur gut ist und dass da ausschließlich nur Dinge sind, die mir gut tun. Mhm. Und das war für mich so lebensverändernd, dass ich gesagt habe, okay, wenn das der Vater, wenn so Gott ist und Gott mein Vater im Himmel ist und Gott ja noch viel mehr ist als nur ein Vater, aber in dem Moment, dann habe ich gesagt, okay, dann will ich mein ganzes Leben mit ihm verbringen und dann will ich auch mein Leben sozusagen mit ihm leben, weil das ist das, was mich ausfüllt, das ist das, was mich glücklich macht, das ist das, was mein Leben erfüllt und warum ich auch leben will. Das ist praktisch also nicht verflogen, dieses Gefühl, was Sie im Traum hatten, das ist bis heute nicht verflogen, so habe ich das Gefühl, und es hat Ihr ganzes Leben verändert, so eine Kraft hatte dieser Traum. Sie haben es dann neu mit Gott probiert und jetzt hatten Sie aber immer noch dieses Problem ja mit den Männern. Und jetzt sitzen Sie heute hier, Sie sind schwanger, führen eine glückliche Ehe. Wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt eine Beziehung so ernst nehmen konnten und sogar geheiratet haben? Ja, also ich muss zugeben, am Anfang wollte ich nie heiraten. Mhm. Ich bin ja jetzt dieses Jahr 10 Jahre verheiratet, aber ich wollte nie heiraten, weil ich gesehen habe, wie halt eine Ehe zu Bruch geht und ich das eigentlich nicht erleben wollte. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte ein Problem mit Beziehungen einzugehen und vor allem jemand zu vertrauen. Und irgendwie, obwohl mir das auch nicht bewusst war zunächst, hatte ich immer Verlustängste. Ich hatte immer Angst, dass jemand, den ich ganz doll liebe und über alles, der bei mir ist, dass er weggeht oder mich verlässt oder mich sitzen lässt, wie auch immer. Das war auch der Grund, warum ich vorher immer meine Freunde verlassen habe und nie sich ein Freund von mir verlassen, okay. Also getrennt dass hat. Dass Sie verlassen genau. wurden, ja. Mhm. Sind genau. Sie schneller gegangen. Genau, mhm. Weil ich immer Angst hatte. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich da irgendwie Probleme habe und bin damals zu den Pastoren gegangen aus meiner Gemeinde, zur Pastorin. Also Sie hatten Ihren jetzigen Mann dann schon kennengelernt? Ja, ja. Der war der Schlagzeuger aus der Band. Ach so, okay. Die ja. ich erwähnt hatte. Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe irgendwie ein Problem. Und sie hat gesagt, ja, es ist wichtig, dass du deinem Vater vergibst. Mhm. Also das heißt nicht, dass man alles gut heißt, was er getan hat oder er dich im Stich gelassen hat. Und es ist auch wahrscheinlich immer noch so, dass du Fragen hast, die offen sind oder Fragen, die nicht beantwortet sind, die du gerne beantwortet hättest. Aber es ist einfach so, dass dein Vater, dass du ihn loslässt. Mhm. Und es geht auch in erster Linie gar nicht so sehr um deinen Vater, sondern es geht um dich, dass du heil wirst innerlich. Mhm. Und dann war das für mich irgendwie logisch
Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich das gern machen. Und ich habe ihm dann in einem Gebet habe einfach gesagt, ich lasse dich jetzt los, ich lasse alles los, was passiert ist. Ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Ich will einfach dich loslassen und Frieden haben in mir. Und das hat mir geholfen, dieses eine Gebet. Aber ich habe dann eine Beziehung mit meinem Mann angefangen. Also mit meinem heutigen Mann, damaligen Freund. Ja, ja. Und ich muss zugeben, trotzdem war das immer wieder Teil der Beziehung. Also ich habe ganz, ganz lange bei ihm gebraucht, bis ich ihm vertraut habe, bis ich die Gewissheit hatte. Wir waren schon verlobt und ich hatte immer noch die Angst, was ist, wenn er jetzt geht und mich allein lässt oder weggeht oder so. Und er hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, weil wir darüber dann geredet hatten, dass ich er hat eigentlich gesagt, woher kommt es denn eigentlich, dass du immer Angst hast, dass ich weggehe und so. Und dann sind wir auf meinen Vater gekommen damals. Aber wir haben dann auch echt zusammen teilweise gebetet, dass es einfach, dass ich diese Angst verliere. Das heißt, ihr Mann ist auch gläubig, hat an Gott, glaubt an Gott und sie konnten gemeinsam beten. Warum war das jetzt, nochmal zurück zu ihrem leiblichen Vater, warum war das so wichtig für sie in dieser Situation, ihrem Vater zu vergeben? Ja, also für mich war es wichtig, dass ich innerlich zur Ruhe und in Frieden kommen, weil ich irgendwie schon immer nachgedacht habe und irgendwie ist ein Vater eine wichtige Person im Leben und man denkt natürlich auch nach, wo sind meine Wurzeln, wo komme ich her, wie ist er gewesen, bin ich wie er, habe ich was von ihm und irgendwie war es für mich so, also ich konnte dieses Ereignis, das ich ihn nicht hatte, konnte ich nicht loslassen. Und das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Das hat mich aufgewühlt. Das hat mich auch irgendwie beschäftigt im Unterbewusstsein. Und dadurch, dass ich ihm vergeben habe, konnte ich endlich Ruhe. Also Ruhe und Frieden ist eingekehrt. Und ich konnte einfach sagen, okay, das war jetzt so. Ich kann nicht alles verstehen. Manche Dinge sind immer noch offen, aber ich lasse es jetzt einfach los. Ja. Aber Sie sind ja zu den Pastoren gegangen, weil Sie so Schwierigkeiten mit Ihrem Freund hatten, mit Ihrem jetzigen Mann. Genau. Wo ist der Zusammenhang zwischen Ihrem Vater, der Vergebung Ihres Vaters, mit Ihrem Mann jetzt? Ich schätze, es war einfach eine männliche Person, die bei mir war. Und ich habe das, was mein Vater mir nicht gegeben hat, auf ihn produziert. Auch auf ihren Mann dann? Genau. Ja, okay. Es war einfach eine männliche Person, die mir auch sehr nahe steht, wo man sein Herz öffnet und die einem auch Liebe, Geborgenheit und Annahme gibt. Aber ich wusste, das ist die Person, die Gott mir an die Seite gestellt hat. Und ich wusste auch, dass ich mit der Person das überwinden kann. Und nach einer Zeit ist es dann wirklich so passiert, dass ich wirklich Vertrauen zu meinem Mann fassen konnte und diese Ängste nicht mehr hatte. Aber ich hatte immer dieses Bild, oh, wenn mein Vater die Familie verlassen hat, vielleicht macht er das auch später. Okay. Ja, das wurde irgendwie aufgebrochen. Und Sie sind jetzt zum ersten Mal nicht weggelaufen. Bei den vielen Beziehungen früher sind Sie davongelaufen, wenn es schwierig wurde. Was hilft Ihnen denn jetzt, nicht davonzulaufen? Einfach nur, also diese Begegnung, die ich hatte mit Gott, war so gewaltig, dass ich sagen kann, ich muss vor Beziehungen nicht weglaufen und auch vor Menschen nicht, weil Menschen machen Fehler und man wird auch immer verletzt werden in seinem Leben von Menschen. Aber ich weiß, dass ich jetzt einen Vater und einen Begleiter habe, der mich nie im Stich lässt, immer für mich da ist und mich mein ganzes Leben begleiten wird und ich auch mit ihm zusammen sein darf. Und ich weiß, dass ich alles, was ich irgendwie an Nöten habe, Probleme oder wie auch immer, es kommen immer im Leben Herausforderungen, die man bewältigen muss. Aber man hat jemanden, auf den man sich verlassen kann, der immer da ist und einem nie im Stich lässt. Und es gibt mir so viel Geborgenheit, dass selbst wenn Menschen nicht da sind, aber Gott ist immer da für mich und Gott begleitet mich und ich kann mich auf Gott einfach verlassen. Und deshalb wagen Sie die Beziehung und Ehe mit Ihrem Mann noch weiterhin. Vielen Dank für das Gespräch. Es war echt sehr ergreifend, Ihnen zuzuhören. Ich habe sehr viel mitgenommen davon. Vielen Dank. Danke auch.
Gott ist ein liebender Papa, der auch dich super gern in seine Arme nehmen möchte. Klingt kitschig, aber er heilt einfach unser Herz und unsere Beziehungen. Wenn du Gott auch als Vater kennenlernen möchtest und Fragen dazu hast, dann schreib uns per E-Mail oder kommentiere hier unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen und dein Like und nicht vergessen, Gott liebt dich.